Also ich will erst mal sagen, die Anwohner sind immerhin verstimmt und missgestört. Sie passt auf, da waren, sag ich mal, 30% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann irgendwann sagt man so, Feierabend, ja. Armin Laschet konnte man nach stundenlanger Suche im Betrieb dann doch noch finden. Gleichzeitig sei man laut den Behörden aber voller Hoffnung, dass sich Armin Laschet möglicherweise nicht so dramatisch darstellt, wie zunächst vermutet.